ihr lieben Menschen da draußen. Heute gibt es mal wieder ein neues Video vom Arenberg. Denn wie einige von euch schon über Social Media, Instagram und Facebook mitbekommen haben, waren wir mit dem Noviziat in der Zeit vom 24. April bis zum 8. Mai auf großer Reise. Mehr als 5000 Kilometer haben wir zurückgelegt, quer durch Frankreich und Spanien. Und haben Orte dominikanischen Ordenslebens aufgesucht, manchmal ganz verborgen, manchmal sehr bekannte Orte. Und haben auch die Orte der Kindheit und Jugend des heiligen Dominikus besucht. Und die Orte, die man als Keimzelle unseres Ordens, des Dominikanerordens, bezeichnen kann. Begonnen hat unsere Wallfahrt am 24. April in La Tourette. Gemeinsam mit den Brüdern sind wir von Worms aus in die Nähe von Lyon gefahren, um uns dort dieses Kloster anzuschauen, was in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts vom Star-Architekten Le Corbusier entworfen worden ist und welches bis heute ein wenig die Gemüter spaltet. Ich selbst war sehr fasziniert von dieser Ästhetik. Ich war sehr fasziniert von der Tatsache, dass nichts in diesem Haus dem Zufall überlassen war und dass alles geplant und gewollt ist. Andere fanden es eher befremdlich. Auf jeden Fall war es ein sehr inspirierender Ort und wir haben genossen, diese lange Reise mit einem Tag der Stille und der Einkehr zu beginnen, um uns dann weiter auf den Weg zu machen Richtung Südfrankreich. Die nächste Station war dann das Kloster Saint-Baume in der Provence. Das ist ein Wallfahrtsort, der der heiligen Maria Magdalena gewidmet ist, die der Legende nach dort ihren Lebensabend verbracht haben soll. Und in Saint-Baume war es vor allem die großartige Landschaft, die uns berührt hat. Diese Abgeschiedenheit, dieser riesige Fels, den wir erklommen haben und die Einsiedelei, wo noch ein Dominikanerbruder wohnt und den Wallfahrtsbetrieb der heiligen Maria Magdalena betreut. Es war ein sehr, sehr beeindruckender Ort für uns. Nochmal eine Zeit zum Verschnaufen, bevor wir dann den großen Sprung nach Spanien gewagt haben. Am 28. April haben wir dann im Morgengrauen den wunderschönen Ort Saint-Baume verlassen und uns auf die weite Reise nach Spanien gemacht. 1168 Kilometer an einem Tag mit wechselnden Fahrerinnen. Schwester Clarita hat die Zeit schon mal zum Vloggen ausgenutzt. Und wir kamen abends um kurz vor 7 Uhr wohlbehalten und glücklich nach der langen Reise in Caleruega an, dem Geburtsort des heiligen Dominikus. Im Gegensatz zu Assisi, dem Geburtsort des heiligen Franziskus, ist Caleruega wirklich ein verschlafenes Nest. Aber genau das haben wir als Wallfahrtsgruppe sehr genossen, diesen Ort, der für unseren Orden so bedeutsam ist, quasi auch für uns allein zu haben, ohne weitere Touristen, ohne weitere Wallfahrtsgruppen. Das war ein ganz großer Luxus und es war sehr besonders. In Caleruega leben im Geburtshaus des heiligen Dominikus seit 1266 Moniales dominikanische Nonnen, die dort einen Ort des Gebets pflegen, die uns herzlichst willkommen geheißen haben, die uns gesagt haben, ja, ihr seid hier zu Hause. Es war ein sehr berührender Moment für uns alle und wir konnten am Sonntagmorgen an dem Ort, an dem Dominikus geboren worden ist, in der Krypta der Kirche, miteinander als Gruppe den Sonntagsgottesdienst feiern und da blieb natürlich irgendwie kein Auge trocken. In Caleruega aus machten wir Ausflüge nach Gomiel, wo der heilige Dominikus die erste Schulbildung bei seinem Onkel bekommen hat. Von Gomiel aus reisten wir weiter nach Osmar, wo er in der Kathedrale als Augustiner Chorherr gelebt hat, bevor er den Orden gegründet hat. Man kann auch seinen Chorplatz sehen, wo er früher gesessen hat. Und von Osmar aus besuchten wir auch die Abtei Santo Domingo de Silos, eine weltbekannte Benediktinerabtei mit atemberaubend schönem Kreuzgang. Und da die Mutter des heiligen Dominikus oft hier zur geistlichen Begleitung war, kann man ahnen, dass Dominikus hier seinen Namen bekommen hat. Weitere Spuren dominikanischen Ordenslebens machten wir bei allerschönstem Wetter in Segovia aus, einer sehr beeindruckenden Stadt, wo wir
Orte besucht haben, die auch der heilige Dominikus besucht und bewohnt hat. Und auch hier gibt es ein Moniales-Konvent mit dominikanischen Nonnen, der seit vielen hundert Jahren Bestand hat und uns aufs Herzlichste aufgenommen hat. Und auch das war eine wunderbare dominikanische Begegnung. Nachdem uns die Brüder in Caleruega am letzten Abend noch zur Rekreation eingeladen haben, machten wir uns dann am 2. Mai wieder auf den Weg von Spanien nach Südfrankreich, eine diesmal nicht ganz so lange Reise. Und zu meiner großen Freude haben wir auch einen Abstecher nach Lourdes gemacht, wo wir ganze 2 Stunden waren, die Grotte besucht haben, gebetet haben, Kerzen angezündet haben für alle, die daheim geblieben sind und natürlich auch die ganzen Kuriositäten angeschaut haben, die Lourdes eben auch zu bieten hat. Nach reibungsloser Fahrt kamen wir dann am frühen Abend in Brouy an, der Ort, den man mit gutem Recht als Keimzelle unseres Ordens bezeichnen kann. Dort haben Dominikus und Diego 1206 das erste Nonnenkloster errichtet. Und in Fanjo, das ist der Nachbarort quasi, haben Dominikus und seine Gefährten sich ganz am Anfang niedergelassen, um von dort aus die heilige Predigerei zu beginnen. Wirklich historisches Pflaster, man kann das Haus des Dominikus noch besuchen und am Senadu, einem sehr besonderen Ort mit großem Weitblick, hat Dominikus die Vision empfangen, dass dort unten das erste Kloster gegründet werden soll, also Brouy unten, Fanjo oben. Und es ist ein wirklich sehr, sehr beeindruckender Ort, an dem wir Gott sei Dank auch ziemlich viel Zeit hatten für uns selbst. Zeit der Stille, Zeit zum Nachspüren. Auch die Mitschwestern in Brouy haben uns überaus liebevoll empfangen. Wir haben einen wunderschönen Abend der Erholung miteinander verbracht und waren sehr dankbar, dass wir die älteste Darstellung des heiligen Dominikus bestaunen durften, die dort im Archiv aufbewahrt wird. Von Brouy aus haben wir natürlich auch die wichtigen Orte in Toulouse besucht. Zum einen den Konvent der Brüder, wo heute das Studentat der französischen Dominikaner ist, der südfranzösischen Dominikaner. Wir haben miteinander Liturgie gefeiert und durften im Refektorium mitessen. Und dann haben wir uns auf den Weg in die Stadt gemacht, um das Haus des Petrus Seiler zu besuchen, wo Dominikus und die ersten Brüder gebetet und gelebt haben. Und wir waren sehr glücklich und dankbar, als eine der ersten die Thomas-Ausstellung zu besuchen, wo auf beeindruckende Weise über das Leben des heiligen Thomas von Aquin berichtet wird, der ja auch in der Kirche Jacobin sein Grab hat. Einem sehr erfüllten Tag ging es dann abends wieder zurück nach Brouy. Wenn man schon auf dominikanischer Spurensuche in Südfrankreich unterwegs ist, dürfen die auch touristisch interessanten Orte Carcassonne und Albi natürlich nicht fehlen, wo wir jeweils Station gemacht haben. Auch wenn Dominikus dort nicht unbedingt die besten Erfahrungen gemacht hat und die glücklichsten Jahre seines Lebens verbracht hat, sind es doch heute auch sehr beeindruckende Denkmäler, die nun ja, sagen wir, etwas protzige Kathedrale von Albi, hat auch ein wenig ambivalente Gefühle hervorgerufen und trotzdem konnte man sich dieser besonderen Ästhetik nicht wirklich entziehen. Ein ganz spannender Ort und wir waren natürlich froh, dass wir auch Albi bei allerschönstem Wetter angetroffen haben. Die letzte Station unserer großen Reise führte uns auf teilweise recht abenteuerlichen Wegen mitten in die Alpen ins Bergland. Und zwar machten wir Station bei den Kartäusern, unweit der großen Kartause, wo die Mönche bis heute ein zurückgezogenes Leben führen, gibt es dort ein wunderbares Museum der Kartäuser, wo auf ganzheitliche Art und Weise deren Lebenswandel erfahrbar gemacht wird. Und das hat natürlich den wunderbaren Effekt, dass die Mönche selbst in Ruhe gelassen werden und nicht von Touristen überschwemmt werden. Und die Nacht haben wir an einem wunderbaren Ort verbracht, das Kloster Chalet, in dem auch dominikanische Nonnen leben, beten und arbeiten. Ein Ort, der uns alle verzaubert hat und wo manche von uns
die kontemplative Berufung noch mal ein wenig spüren konnten. Ich weiß nicht, ob es Zufall war, aber das, was mich und manche andere aus der Gruppe bei dieser Wallfahrt am meisten beeindruckt hat, war, dass alle Orte, die wir besucht haben, einen unglaublichen Weitblick eröffnet haben. Wir haben bis zu den Pyrenäen geschaut, wir haben bis zum Mittelmeer geschaut. Wir haben, egal wo wir waren, immer irgendeinen kleinen Berg, einen Hügel gefunden, wo man einen unglaublich schönen Blick hatte und der Himmel sich geöffnet hat. Und für mich ist das ein Sinnbild für unsere dominikanische Spiritualität, die ich als genau so weitblickend erlebe, als menschenzugewandt und modern. Und ich möchte gerne schließen dieses kurze Video mit einigen besonderen Eindrücken von französischem Frühstück über gebrandete Mülleimer, über Straßenszenen, wie wir überall unterwegs waren und geguckt haben und gelaufen sind und Freude hatten und Eis gegessen haben. Und auch das gehört ja bekanntermaßen zu einer richtig guten Wallfahrt. Unendlich dankbar für so viele tolle Begegnungen, wertvolle Menschen, die wir getroffen haben, für so viel Gastfreundschaft, die wir erleben durften, sind wir dann am 8. Mai wieder nach Hause gekommen, wo wir liebevollst von unseren Schwestern begrüßt worden sind. Und ich sage nur Danke.